Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Stellplatzvorstellung hier aus der Bretagne. Wir sind immer noch auf unserem Sommerurlaub Mai, Juni 2024. Klingt lange, ne? Es sind aber nur 2 Wochen, die wir haben. Und sind hier in einem Vorort von Pembol auf dem Camping Municipal Le Croquin. Croquin? Croquin? Croquin ist es. Croquin. Der Campingplatz verfügt auch über einen Stellplatzbereich, extra für Wohnmobilisten angelegt, und über das normale Campingareal, wo du aber auch mit dem Wohnmobil, Zelt oder Wohnwagen stehen kannst. Außerdem gibt es noch ein paar Mietunterkünfte und zu alles wieder in dem gewohnten Preis-Leistungs-Verhältnis, wie wir das von diesen kommunalen Campingplätzen kennen. Ich zeige euch erstmal, wie du hier ankommst und warum wir uns entschieden haben, hier zu stehen. Weil es ist in 2 Minuten Fußweg von hier zur Abtei Beauport, die wirklich absolut sehenswert ist. Schaut mal in unser anderes Video. Dort haben wir euch die Abtei wirklich in allen Facetten gezeigt. Oder du fährst mit dem Fahrrad bis zum Fähranleger von der Île de Bréhat. Ein Paradies, ein Kleinod ohne Gleichen, das ich euch nur empfehlen kann. Wir haben hier wirklich visuelle Highlights ohne Ende gehabt mit diesen beiden Punkten. Aber auch der Ort Pembol, wenn du von dem Hafen in die hinteren Reihen gehst, ist richtig sehenswert. So, und jetzt zeige ich euch endlich, was hier auf dem Platz so gegeben ist. Ihr kommt von hier oben von der Hauptstraße angefahren und seht schon hier die munteren Fähnlein winken. Und da wisst ihr, dass ihr rechts abbiegen müsst. Wenn Alfred jetzt noch mal nach links schwenkt, da haben wir das Meer, wenn die Ebbe es uns nicht gerade vor der Nase weggenommen hat. Jetzt ist wieder Ebbe. Wir haben ja hier heftige Gezeiten und die auch in einem recht kurzen Turnus. Und du kannst aber auch vom Campingplatz aus durch ein kleines Seitentürchen direkt an den Strand gelangen. Zeigen wir euch alles. Jetzt zeige ich euch erstmal die Anmeldung. Oder beziehungsweise wir zeigen euch jetzt erstmal, wann das hier offen ist und was es kostet. Und dann gehen wir zur Anmeldung. Ich sag euch jetzt mal die Preise für die Vor- und Nachsaison. Du bezahlst für deinen Camper 7,70 Euro. Wir gehen mal von 2 Personen aus. Sind noch mal 7,30 Euro, also 15 Euro plus 20 Cent Kurtaxe pro Person, also 15,40 Euro. Inklusive allem außer dem Strom. Der Strom kostet pro Tag noch mal 4,70 Euro. Wir haben aber da drin die Frischwasserversorgung, die Entsorgung, Grauwasser, Chemietoilette, das WLAN, das wir wieder datet bei uns nicht. Bei anderen hat es gereicht. Aber ansonsten gibt es hier, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten. Alfred hält vielleicht noch mal da drauf. Ich habe nämlich die Homepage auf den ersten Blick nicht gefunden, gibt es aber mit Sicherheit. Und dann haben wir auf dem Gelände noch Waschmaschine und Trockner. Einmal kostet die Waschmaschine 4,70 Euro und der Trockner pro Vorgang 5,20 Euro. Sage ich nämlich schon mal jetzt, weil bis da hinten habe ich das wieder vergessen. So, Hunde sind natürlich erlaubt. Waren jetzt die Preise für den Campingplatz? Für den Stellplatz sind es 14,60 Euro mit 2 Personen. Genau, der ist asphaltiert. Wir wollten auf Rasen stehen und wir wollen vor allem am Wasser stehen. Also, wenn ihr angefahren kommt, haltet ihr hier vorne in der Bucht, vor der Schranke und geht dann in die Anmeldung und fragt, ob was frei ist. Jetzt bei dem Weg, wir laufen jetzt ungern hin und her, wir haben hier vorne aus dem Gelände vorgelagert die Müllentsorgung. So, jetzt komme ich gar nicht in Versuchung, das Fazit hier an der Müllentsorgung zu machen. Wir haben hier Glascontainer und die entsprechenden Container getrennt nach Wertstoff und Restmüll. Und Grün. Und Grünschnitt, genau. Die Rezeption ist von 9 bis 12 und von 15 bis 19 Uhr besetzt. Solltet ihr vorher hier sein, oder in der Mittagspause besser gesagt, habt ihr keine Chance aufs Gelände zu bekommen, weil nachdem ihr bezahlt habt, bekommt ihr einen PIN-Code für die
Schranke. Ohne der kommt ihr nicht hinein. Gleiches gilt auch mit einem zweiten PIN-Code für die beiden Seitentürchen, die euch direkt zur Abtei bzw. einmal an den Strand führen. Ihr geht hinein, die netten Damen kümmern sich um euch. Entweder schaut ihr euch vorher den Platz an und seid nicht so blöd wie ich und sagt, oh, der liegt gut, die Karte gefällt mir, den nehmen wir. Und dann haben wir einen rund um die Uhr Schattenplatz erwischt gehabt. Konnte ich dann umlegen, hat man uns doch hilfreich zur Seite gestanden. Der fällt da gleich gegen den Baum. Man spricht kaum Englisch, gar kein Deutsch. Also auch das Englisch würde ich mal unter eher nicht sagen. Also ihr kommt hier mit Händen und Füßen und drei Damen mit einzelnen Wörtern Französisch, wie wir da drin standen. Standen nämlich noch zwei, hi, viele Grüße nach Köln, zwei nette Damen neben mir. Haben wir das dann irgendwie hingekriegt. Bezahlen könnt ihr Cash und per EC. Und es gibt das ein oder andere Informationsmaterial. Hundekotbeutel, Hundekotbeutelboxen. Hundis sind erlaubt. Der Eingang ist behindertengerecht. Und es gibt noch Eis, das ihr hier erwerben könnt. So, ihr habt bezahlt, alles tutti, ihr habt euch den Platz ausgesucht oder sagt auch, das passt schon und wir wollen ja eh auf den Wohnmobilstellplatz und nicht auf die Rasenfläche. Dann gebt ihr an dem Bedienfeld vor der Schranke euren PIN-Code ein, damit ihr auf das Gelände fahren könnt. Vorne an der Rezeption gibt es noch eine Tischtennisplatte sowie einen Aufenthaltsraum und mit einem Kicker, Sitzmöglichkeiten und einer Bibliothek, also Büchertauschecke. Aber zu unserem Aufenthalt war dort verschlossen. Und hier vorne haben wir einmal noch einen Plan vom Platz. Hier ist die Rezeption, hier stehen wir. Ihr kommt von hier angefahren. Wir stehen auf der 74. Da ist das Türchen zum Strand, da ist der Strand. Wir liegen hier wieder am GR34, dem Küstenwanderweg. Hier ist das Türchen zur Abtei und du bist wirklich in 2 Minuten Fußweg. Im Grunde eine Minute kommt hier schon der erste Torbogen. Bist du an der Abtei, wo es auch ein nettes kleines, also das Lokal müsst ihr sehen, also ein wirklich süßes, süßes Café ist, wo es frisch gemachte Säfte gibt, wie Erdbeerjuice und sowas. Also echt empfehlenswert. Da müsst ihr hin, die Abtei allein von außen schon grandios. Und solltet ihr einen Behinderten oder Pass haben oder ähnliches, kommt ihr da auch sehr günstig rein. Auch der Eintritt ansonsten ist erschwinglich und moderat. Wo liegen wir hier? Wir liegen hier. Wir sind hier in dem Vorort von Pambol. Hier ist Pambol. Sind keine 3 Kilometer, ne? Also ich bin da fast zu Fuß hingelaufen. Dazu muss ich sagen, da ist jetzt schon wie Halligalli Kirmes. Das erinnert mich so ein bisschen an den Band in Aachen. Das schallt bis hier oben auf den Berg hoch, je nachdem wie der Wind steht. Also du hast abends, dass du die Düdü-Musik hörst. Nur aktuell sind die Temperaturen auch so, dass du nicht lange draußen sitzt. Also wir sind mit gegen 21 Uhr noch mit einer der letzten, die draußen sitzen. Ne? Also es ist halt immer noch, das täuscht, wir haben was von 15, 16 Grad. Ist halt im Moment sehr kalt. So wie alle hier sagen, der kälteste Mai, Juni seit Zeitaufschreibung 1891 oder so. Okay, dann gehen wir mal weiter Richtung Wohnmobilstellplatz. Der Fahrweg ist überwiegend geschottert, also mit so einem kleinen Split. Und immer wieder unterteilt mit Hecken. Also du hast hier deine absolute Privatsphäre. Und zwischendurch auch mal unterbrochen, wie hier mit diesen Schlaffässern. Hinten stehen noch Schäferwagen. Und dann ist es auch abwechslungsreich, ob du da mit dem Zelt und dem Wohnmobil stehst oder mit deinem Campingwagen. Überwiegend, überall habt ihr wieder verteilt Frischwasserversorgungsstellen, wo ihr kleine Mengen entnehmen könnt und entsprechend auch den Feuerlöscher daran. Wir gehen jetzt noch mal weiter in den Wohnmobilstellplatzbereich, der wie gesagt hier auf dem Platzgelände liegt und gar nicht anders angefahren werden kann. Es gibt für Wohnmobile 2 großflächige Wiesenflächen, wo ihr auch
als Gruppe stehen könnt. Allerdings ist da die Stromversorgung etwas minimiert. Wir haben hier für diese große Fläche nur 4 Steckdosen. Ansonsten verfügt eigentlich jeder Platz über eine Steckdose. Und das habe ich eben nicht gesagt, wenn ihr Strom benötigt, bei der Anmeldung sagen, bezahlen müsst ihr vorher, nicht wie auf dem letzten Platz nachher. Und wenn ihr Strom dazu nehmen wollt, weil ihr vielleicht denkt, doch was knackt mit meiner Lithium- oder Aufbaubatterie, dann müsst ihr den nachbuchen. Hier haben wir auch schon den Wohnmobilbereich. Dazu muss ich sagen, der liegt oben direkt an der Straße. Die ist jetzt semimäßig befahren. Das ist eine Parallelstraße zur Hauptstraße. Aber hier liegt auch direkt an der Schule und dem Sportplatz. Und wie Freitagabend war hier wohl ein Jugendtreff. Gestern war es nicht. Da war die Nacht mega ruhig, abgesehen davon, dass man Kirmesgedudel da hinten hatte. Aber hier war Freitag bis 1 ein bisschen Action. Ja, ungefähr. Ja, also meine persönliche Meinung ist, wenn ihr könnt, stellt euch so weit wie möglich nach vorne ans Meer, umso ruhiger wird es. Es ist hier oben wesentlich windgeschützter, das ist definitiv der Fall. Aber wenn ihr sagt, mir egal, oder es ist ja nicht windig, dann steht ihr Leute, in den anderen Bereichen. Leute, das sind 40 Cent und ihr steht auf Rasen. Also ja, manche bevorzugen das vielleicht, aber wäre jetzt nicht mein Fall. Wir zeigen es euch mal kurz. Mit dem Gras wirklich nett angelegt, aber unser Ding ist es nicht. Oder im Winter, wenn es regnet, dann ja. Ah, da geht noch ein bisschen weiter, kriegst du doch ein paar drauf. Ne, auch hier wieder die Wasserzapfstelle, aber du hast keine Hecken dazwischen, die Parzellen sind wesentlich kleiner. Also wir haben da hinten zwar unterschiedliche Parzellengrößen, das regnet gleich, aber wir zeigen gleich mal unseren Platz und den von unseren Nachbarn, das sind teilweise Tanzsäle, ne? Also für die Patient. Datet nicht. Ne, so wären hier eher die Zeltplätze, vielleicht noch mit dem Wohnwagen, mit dem Wohnmobil, ein bisschen Rangiererei, auch teilweise etwas unebener, aber in den vorderen Bereichen. Die sagen euch auch an der Rezeption, wo ihr mit dem Wohnmobil stehen könnt und welche Plätze verfügbar sind. Da haben wir auch schon das Türchen zur Abtei Beauport, wo ihr wirklich in wenigen Schritten an der Abtei und diesem süßen kleinen Café seid. Ist auch in einem alten Gebäude, also schnucklig. Guckt mal in das andere Video. Also Alfred war sprachlos. Alfred in eine Kirche reinzubekommen, ist ja manchmal schwierig. Deshalb, ne, wenn ihr so Xanten oder so seht, das war schon Höchstleistung. Ich hätte ihn da beinahe nicht mehr weggekriegt. Der war. Ich wollte schon einziehen. Ja, okay, ich auch. Aber mega, mega. Die Kombination Ruine und Blumen und Natur, die sich wieder zurückholt, top. Es ist aber auch vieles noch erhalten, sodass ihr in die Räume rein könnt. Es ist einfach mega. Der Platz hat an einigen Stellen alten Baumbestand. Und wie gesagt, beachtet bei der Platzwahl, wo es sonnig ist und nicht, wenn ihr lieber etwas Sonne möchtet. Zumindest bei den Temperaturen, bei 10 Grad mehr, ist natürlich auch der Schatten von Vorteil. Jetzt sind wir am Multifunktionsgebäude. Es gibt hier am seitlichen Rand ein Sanitärgebäude, wo ihr alles findet. Hier haben wir einmal die Entsorgungsstation, die Rinne für das Grauwasser, daneben den Ausguss für die Chemietoilette, ein Schlauch zum Spülen und auch noch mal einen Wasseranschluss für die Frischwasserentsorgung. Dahinter haben wir. Das ist aber eine Frischwasserversorgung. Das meine ich doch auch. Dahinter haben wir die verschiedenen Sanitär-, Wasch- und Spülbereiche in neueren und teilweise integriert in älteren Gebäuden. War alles multifunktional. Heute Morgen nicht ganz so sauber. Meine Dusche lief nicht ab, aber als ich gestern geguckt habe, sah das alles toppi aus. Ich war bestimmt zu früh.
Weil, wie gesagt, gestern sah es top aus und es war jetzt übers Wochenende auch gut belegt. Gehen wir mal rum. Das fand ich mal richtig gut. Hier gibt es Wäscheleinen, wo ihr eure Wäsche aufhängen könnt. Gerade sehr, sehr viele Fahrradtouristen hier oder auch Wanderer, die einfach nur zu Fuß mit kleinem Gepäck unterwegs sind. Da musst du ja zwischendurch auch mal was auslüften oder durchwaschen. Mega. Dann haben wir hier zwei großzügige Außenbecken, wo ihr mit kaltem Wasser, wo ihr Sachen abwaschen könnt, nochmal ein Spülbecken, auch mit kaltem Wasser. Der Warmwasserbereich ist drin, also den zeigen wir euch jetzt. Hier haben wir 16 Spülbecken mit kaltwarmem Wasser und ausreichend Platz. Es gibt auch noch mal, sollte was daneben gegangen sein, hier Papier und Seife, also von daher bestens. Wir haben hier auch direkt in dem Bereich mit integriert die Waschmaschine und den Trockner. Und ich hätte es mir gar nicht merken müssen, die Preise stehen nämlich noch mal darüber. So. Waschmaschine mit Waschmittel 5,20, der Trockner 4,70. Wir haben hier noch eine Babybadewanne mit einer Wickelfläche, also auch an die Kleinen ist gedacht. Ich muss allerdings anmerken, der Zustand hier könnte besser sein vom Boden. Der Rest ist in Ordnung. Dann sind wir hier auch schon im Damenwaschbereich. Hier haben wir ausreichend Spiegel, kommt durch die Zentrale, mit entsprechenden Waschbecken. Und hier haben wir dann die Toiletten. So, hier haben wir die Handduschen, die Damenduschen waren belegt. Ablagemöglichkeit und ein Haken. Schauen wir mal, 4 Stück, glaube ich. Ein Waschbereich. 2 Stück an der Zahl. Und noch 2 offen. Und ein Föhn ist auch noch da. Hier haben wir ein WC und 4 Pissoirs, Handtrockner, Seife und noch 3 Spülbecken. Und hier haben wir dann nochmal 4 WCs und 4 Handwaschbecken. Jetzt muss ich dich was fragen. Sind die Mädels nur Schweinchen oder war es bei den Herren auch so schmutzig? Also die Damentoilette. Du willst darauf jetzt keine Antwort. Okay, hat mich an den Bahnhof erinnert. Ja, ich habe hier viele öffentliche Toiletten aufsuchen müssen. Ich habe immer gedacht, dass die Männer die Schweine sind, aber mittlerweile. Also bei den Mädels? M-m. Ich konnte auch nur kurz reinfilmen, wollte auch gar nicht sehen. Also ich habe noch nie so ein schmutziges Sanitär auf einem Campingplatz oder Stellplatz gesehen. Pfui. Also meine Dusche lief heute Morgen nicht ab. Ich stand dann auch nachher in der Brühe diverser Haare. Meine konnten es nicht gewesen sein. Und ich weiß, warum ich normalerweise alles im Wohnmobil mache. Also hier die Duschen, gut. Dadurch, dass der Boden nass ist, hast du immer ein paar Tritte drin, aber der war abgezogen. Nee, bei mir war wirklich Gras und Knubbel. Du hast ja das Babybad gesehen, das war unter aller Sau. Ja. Also muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht ist es personalkrank. Lass uns mal dahingestellt, will ich nicht weiter darauf eingehen, aber es ist alles da und wenn es sauber ist, ist es auch in Ordnung. Wenn es nicht sauber ist, tut's nicht. Hier haben wir noch die klassischen Buhlbahnen, 2 Stück. Auch ein bisschen zugewachsen. Und
Hier am Ende gibt es noch einen kleinen Spielplatz, der aber eher für kleinere Kinder geeignet ist. Aber mit einer großen Wiese zum Toben und entsprechend da vorne unter dem lauschigen Bäumchen noch Picknicktische und eine Grillmöglichkeit. Und dahinter haben wir ja auch schon das Meer. Wir zeigen euch jetzt noch, wo wir stehen. Und dann gehe ich mit euch noch kurz hinten durchs Türchen an den Strand, damit der Platz auch irgendwas Positives noch bekommt. Na, also hier habt ihr noch mal einen Überblick. Der Weg, wenn es nicht geregnet hat, ist ein bisschen staubig. Aber hier, ne, das sind die Parzellen, die zur Verfügung stehen. Die sind ausreichend groß, die sind aber auch immer unterschiedlich groß. Die können auch mal lang sein. Die können auch mal schmal sein, so wie hier. Ne? Also alle Formen vorhanden. Für jeden was dabei. Ne? Hier stehen wir, also ausreichend Platz. Und da ist dann auch die Stromsäule für die vier angrenzenden Plätze. Also das heißt, wenn ein Nachbar Strom braucht und ihr habt die Stromsäule auf eurer Parzelle, kann es natürlich sein, dass hier auch mal Besuch kommt, weil irgendwie muss er das ja da einstecken. Aber ihr habt doch nichts freigeschaltet und nichts. Hier baut man auf Ehrlichkeit, dass ihr euch an der Rezeption Bescheid sagt, dass ihr mit Strom bucht, weil ihr ihn braucht. Ansonsten Stecker rein und jö. Ja, dann gehe ich mit euch noch schnell zum Strand. Es sollte heute sonnig sein, gleich regnet es. Von daher überwiegend gerade. Aber hier in dem Bereich haben wir alle Keile benutzt. Ich gehe mit euch noch mal kurz bis zum Strand und dann gucke ich, dass wir hier wegkommen. Da haben wir noch diese Schäferwagen, die sind alle belegt jetzt, deshalb kann ich da nicht näher dran, die man hier noch entsprechend buchen kann. Und so unbeständig wie die Wettervorhersage ist es aber auch, wenn schlechtes Wetter angesagt wird. Wenn ihr an den Türchen seid, dann klappt ihr das auf und gebt hier den erhaltenen PIN-Code ein. Ich nehme euch mal auf Seite, damit ich den nicht verrate. Und dann lässt sich die Tür einfach öffnen. Und um wieder reinzugehen, funktioniert das gleich genauso. Zum Strand, hier haben wir den GR34. Geht ihr einfach diesen kleinen Weg und seid dann auch schon am Strand. Also die Gezeiten habe ich noch nicht drauf, wie schnell das Wasser hier weg ist. Ihr könnt hier wunderbar auch über das Inselchen laufen, beziehungsweise hinten haben wir noch einen Badesee. Da könnt ihr dann auch noch mit den Kindern schwimmen gehen. Im Ort gibt es keine Möglichkeit einzukaufen. Dafür müsst ihr schon bis nach Pembol reinfahren, wo wir aber dann da mehrere Geschäfte haben. Wir haben hier essensgehtechnisch auch nicht allzu viel Auswahl. Es gibt im Ort eine Pizzeria, die ich aber nicht gesehen hatte, dass sie auf hatte. Und wie gesagt, das kleine Lokal drüben an der Abtei. Hier sind wir direkt wieder an der Uferstraße. Und jetzt geht das Tor genauso wieder auf wie eben. Ja. Noch schnell das Fazit, bevor wir hier nass werden. Diesmal gibt es leider nur zwei Punkte für die Lage so nah am Wetter. Was wir hier erlebt haben, waren mit unseren Highlights bis jetzt von unserer Reise. Auch die Parzelle war super, aber alles andere drumherum, vom Personal an der Rezeption bis zu diesem nicht so sauberen Sanitär, können wir leider nicht mehr Punkte in unserem Punktesystem vergeben. Von daher, ich würde mich noch mal hier hinstellen für die Unternehmungen, die wir gemacht haben. Aber ansonsten würde ich vielleicht gucken, ob ich anderswo dahin komme, um das mir anzugucken. Es wäre ein Platz, den ich nur noch mal zur Not anfahren würde, weil die Umgebung jetzt außer hier vorne den Küstenweg auch nicht viel bietet. Der Ort ist relativ neu, viel 60er, 70er Jahre Charme.
Man kann hier auf jeden Fall hin, wenn man hier auf der Durchreise ist. So, und jetzt sage ich ciao, bis zum nächsten Mal, weil wir müssen jetzt auch weiterreisen. Das nächste Ziel ruft.